Hallihallo meine Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 6. Immer noch voll in der Action drin. Letzte Folge haben wir angefangen, Kontrollpunkte und Luftabwehr auszuschalten. Werden wir diese Folge auch erstmal so weitermachen. Zumindest eine Luftabwehr werden wir uns noch ausschalten. Dann kümmern wir uns wieder um die Hauptmission. Die Wildsau lassen wir mal stehen. Alles nachladen, was geht. Hola. So, hola, die gehören zu uns. Was ist das da unten? Da müssen wir hin. So, hier sind wir gefragt. Hier müssen wir funktionieren. Ohne Metall geht schon mal gar nichts. Ruf. Dein Krokodil gefällt mir nicht. Nee, aber mir. So. Ah komm, das war ein guter Schuss. Dann können wir hier mal kurz ein Götzenbild anhimmeln. So. Ein Segen. Danke, Akku. Komm endlich raus! Alter, was frisst der bitte an Munition? Sitz! Sitz! So ist brav. Zack. Raus aus der letzten Folge, rein in die neue Folge und direkt geht's weiter hier. So, wir haben hier eine Trinidad-Kiste. Oder Libertad-Kiste, keine Ahnung. So, hier irgendwo wird sie stehen. Ich sehe sie nicht. Seht ihr sie? Da oben drauf? Gut. Jetzt halt dich doch da fest, Dani. Okay, dann hängt hier noch was dran. Da oben kommt der nächste LKW. Reisetasche nehmen wir mit. Gran Premio Rennen. Das beantwortet trotzdem noch nicht die Frage, wie wir da hochkommen. Wie wir auf diese blöde Kiste kommen. So, auf dieses blöde Dach. Vielleicht doch mal mit der Seilrutsche. Kommen wir hier vielleicht hoch? Ich ignoriere einfach erstmal alles, was da rot ist hinter uns, ne? So. Hier klettern. So. Und jetzt Seilrutsche. Yes. Und da haben wir sie. Sehr gut. Straßenchirurg treten. Aha. Teile nehmen wir auch mit. Jetzt geht's weiter. Ab zur Luftabwehr. Oh, die sind krank von dem Viviro, ne? Castillo hat mich den Job gegeben. Oh. Hab mir schon gedacht jetzt. Ja, wir müssen diesen kranken Diktator aufhalten. Das geht so nicht weiter. Und darum machen wir jetzt mal die ein, zwei Folgen, wo wir nur Action machen, wo wir erstmal alles beseitigen, was uns so im Weg stehen könnte. Auf unserem Weg zur Hauptstadt. So, Medizin nehmen wir mit. Gut, dass ihr das alles hier rumliegen lasst. Nennt man passive Hilfe der Dorfbewohner, wenn die uns hier Zeug hinstellen. So, die Hausschweine lassen wir am Leben, weil die Leute müssen ja auch von irgendwas leben. Ne? Das hier cool ist. Nice. Eine Art Stall. So, hier gehen wir wieder durch, einfach nur, weil wir es können. Und da drüben haben wir wieder so eine kleine Geheimniskiste. Geheimniskrämerei. Einmal drüber und einmal hier rüber und dann wieder Benzin mitnehmen. Ah, das bringt so viel, wenn man einfach mal rumläuft. Seht ihr das? So. Und die will ich auch noch einsammeln. Jawohl.
Gut, sehr schön. Hier unten die, warte. So, die Teile nehmen wir mit. Benzin nehmen wir auch mit für unseren Flammenwerfer, falls wir mal wieder irgendein Feld abfackeln müssen. Gut, haben wir noch irgendwas hier? Noch eine kleine Reisetasche. Kleine Sporttasche nehmen wir mit, ist wunderschön. Sehen zwar alle gleich aus, aber das Gute ist, so erkennt man halt auch das Loot, ne? Hier hätten wir eine Waffenkiste. Jetzt ganz vorsichtig. Ich hab dich. So. So. Und nochmal Schießpulver. Werden wir jetzt hier mal eine geile Waffe kriegen? Werden wir uns so schön modden können? Und die Hauptsache, wir werden nicht überfahren. Geisel befreien. So. Libertad-Kiste. Eine neue Libertad-Kiste aufgedeckt. Gut, wo ist jetzt unsere Markierte da? Ich finde das so cool, das Spiel. Ich liebe das Spiel. Oder ich habe mich in das Spiel verliebt, kann man ja auch sagen. Hier gibt es einfach so viel zu tun, es wird nicht langweilig. Es. Naja. Ist halt geil. So, Flugabwehranlage. Da wollten wir hin. Wer schießt da? Ich. Sehr fein, Guabo. Haben die Munition oder sowas? Okay. Im Moment wird noch nichts wieder rot. Das ist so krass, Francisco. Einfach nur krass. Hector wollte doch mehr Verantwortung, ne? Also hat er sich für den Auftrag gemeldet, diese Vorratslieferung abzuwerfen. Als Flugzeugpilot, der direkt Napoleon El Pequeno höchstpersönlich unterstellt ist, es ist sein erster großer Auftrag. Und was macht er? Er verfehlt einfach mal die Markierung und wirft das Scheißpaket auf eine Mogote ab. Ernsthaft, sowas kann man sich nicht ausdenken. Gestern Abend hat er sich eine Kletterausrüstung geschnappt und hat versucht, einen Weg den Hügel hinaufzufinden. Neue Schatzsuche entdeckt. Kletterausrüstung? Okay, wir werden klettern müssen. So. Sonst noch was? Das Uran nehmen wir mal vorher mit, bevor wir alles in die Luft jagen. Könnte sonst schief gehen. Das Benzin auch und dann. Hätten wir auch diese Luftabwehr ausgeschaltet. Also wird es jetzt demnächst immer einfacher werden, dass wir uns frei bewegen können, auch im Luftraum. Da, ihr seht, das wäre jetzt alles schon mal abgeschlossen. Jetzt bewegen wir uns mal in diese Stadt. Sind erst 10 Minuten da vorbei. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Morgen. Guckt hier, guckt Metall. Benzin. Halt überall mal reinschauen. Auch so mal schauen, was hier alles gebaut wurde, ne? El Paraiso. Tja. Was haben wir denn hier? Ja, wir sind so eine komische Kiste. Da müssen wir Tierfiguren finden. Beziehungsweise Steintafeln, wo Tierfiguren drauf sind. Und dann immer unterschiedliche. Pro Kiste gibt es dann halt zwei verschiedene Tiersymbole. Wir können es uns gleich mal anschauen. Und da werde ich mich aber auch nochmal auseinandersetzen. Da werde ich so mal rumlaufen, mal schauen, ob ich die Steintafeln irgendwo finde. So. Und hier hoch. Und dann zeige ich euch das mal. Wir hatten das, glaube ich, mal in einer der ersten Folgen hat man das mal gesehen gehabt. So, hier. 2 von 30 gesammelt. Okay, das war gar nicht so. Hier ist die Kiste. Wir haben direkt ein Kryptogramm gesammelt. Das ist nice. So. Das nehmen wir mit.
wird also hier oben drauf sein. Hier, wo auch die Medizin ist. Okay, auf der Markise klettern kann ich nicht. Hier kann ich hochklettern. So, hier kann ich hochklettern. Und, leider verfehlt. Und hier kann ich hochklettern. So. Also, wir brauchen hier für das, was wir gerade eingesammelt haben, und das Piktogramm oder Kryptogramm einer Blume. Also immer wenn wir dieses Glockengeräusch hören, könnt ihr ja mal im Let's Play mit drauf achten, vielleicht verfehle ich es irgendwo. Immer wenn wir das irgendwo hören, dann ist da sowas zu finden. Oh, ist hier was los? Hier ist ja richtig Stadtverkehr. Meine Herren. So, eingesammelt. Hier ist eine Leiter. Hier gehen wir mal hoch. Warte mal. Mein kleiner Guabo, ich komme gleich wieder runter. Dann können wir weitermachen. So, hier muss irgendwo eine Kiste sein. Unter mir? Da ist er. Also doch unten drin. Aua. Auf dem Hosenboden gelandet. Ich will da rein. Ernsthaft. In jedem Spiel kann man durch die Tür, durchs Fenster klettern. Nur hier nicht. Ah. Aha. Man wollte also, dass wir diese Kirche sehen. Wie cool die gemacht ist. Nice. Aber wir suchen immer noch diese Kiste. Da ist noch was. Hier ist eine Waffenkiste in der Kirche. 308er Karabiner Scharfschützengewehr Stufe 2. Das will was heißen. Sieht schon mal besser aus, aber ich glaube, wir haben ein Stufe 2 Scharfschützengewehr bereits am Start. Hier ist noch Medizin, die sammeln wir auch noch ein. So jung kommen wir ja nicht mal hierher. Und dann hier hinten wieder runter. Kann ich hier... Ah, nee, will ich gar nicht. Benzin. So, dann haben wir ein Ausrufezeichen. Ich versuche immer überall drüber zu klettern, anstatt eben direkt den Weg durch die Tür zu nehmen. Da hängt's. Noch ein Rennen freigeschaltet. Sehr gut. Okay, sie verspricht das einfach mal. Wer hat gepupst? Hallo. So. Sprühdosen eingesammelt. Und hier haben wir einen riesen Schrottcontainer voll mit Metall. Also die Stadt hier lohnt sich wirklich. Verschwinde, hörst du? Ja, ach, verschwind du doch. Mach, dass du wegkommst. Meint er mein Krokodil oder? Geh, los, weg! Ernsthaft? Bin ich bei euch nicht willkommen? Was seid denn ihr für Leute? Hallo. 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 Was haben wir hier? Echt? Ey. Kommt die? So. Tja, euch hätte ich befreit. Doch, doch. Euch habe ich befreit. Ihr könnt jetzt wieder nach Hause gehen. Und dort hätten wir wieder eine Mission auf Zeit. Haben wir nur jetzt keinen Heli da, ne? So, was ist denn das hier für ein blödes Werbebanner? Ich habe keinen Molly mehr. So.
Ja, ich hab geschossen. Alles gut. Bleib, wo du bist. So. Na, zeig mal her. Ist hier eine Möglichkeit, mir ein Dings zu holen? Ein Hubschrauber? Wir schauen es uns einfach mal an. Werderlieferung ist auf dem Weg. Ablagerung sichern und Erhalt bestätigen. Verstanden. Komm schon, Danny. Du schaffst es vor ihnen zum Übergabepunkt. Ja, wenn ich wüsste, wo der Übergabepunkt ist. Da, gelb angezeichnet, ne? So, ab geht er. 2 Minuten Zeit wieder für 600 Meter. Oh. Und dann auch noch oben auf dem Berg. Na, mal schauen. So, oh. Irgendwie da oben. Eine Minute noch Zeit, bis da hochzukommen. Ja, wie gesagt, wir brauchen da echt einen Hubschrauber. Wenn wir den haben und die Luftabwehr ausgeschaltet ist, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Geht da oben weg, ey. Oh, ich hab's geschafft, echt? Wo ist denn der nächste Kletterhaken? Wo ist der nächste Kletterhaken? Gibt keinen mehr. Wir können so hochlaufen, okay. Nehmen wir den blauen Weg, den blauen Pfad. So, könntet ihr mir mit helfen kommen? Ich meine, Frischfleisch. Ja, na, ihr steht hier einfach so rum. Hier oben ist eine Waffenlieferung. Und ihr steht da einfach so. Offizier. Okay. Schau auf, Danny. So. Okay. Gut bewacht, das Teil. Hoffentlich ist da was Ordentliches drin jetzt. So, Vorratslieferung stehlen. Na, schauen wir mal. Seid ihr auch gespannt? Danny, du hast dich selbst getroffen. Ja, toll. Ah, jetzt kommt's. Einmal Schießpulver. Wahnsinn. Lohnt sich ja richtig. Aber wir haben Hilfsmittel bekommen. Hilfsmittel ist immer gut. Okay, wir laden mal nach. Wir haben jetzt ein bisschen was gemacht in den 2 Folgen. Finde ich cool. Finde ich mega cool. Direkt vor uns wäre dann auch eine Schatzsuche. Und eine Reisetasche. Nehmen wir mit. Und noch, eine Trinidad-Kiste. Hopp, 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 hopp. Hoch hier. So. Dark-Tech-Hose, na das klingt doch schon mal besser. So, schauen wir uns das Ganze mal an. In unserem Arsenal. Dark-Tech-Hose. Ah ne, das ist Tarn. Oh, doch, Dark-Tech-Hose, du bewegst dich leiser. Also wenn wir dieses Set anhaben, Dark-Tech. Was weißt du? Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Ich hab sie dir auf der Karte markiert. Gracias. Sehr guter Mann. Okay, in der nächsten Folge kümmern wir uns mal dann mal um die Schatzsuche. Und dann werden wir hier unten noch sauber machen. Und dann gehen wir mal zurück ins Lager. Ja, das ist so der Plan. Also wir holen uns jetzt die Schatzsuche. Machen dann eine Schnellreise zurück ins Lager. Nehmen die neue Mission an. Und dann kümmern wir uns mal drum, wo die uns dann hinführt. Ich denke mal... Hier so in den Bereich. Hier haben wir auch noch was. Iranische Geschichte. Eieieiei. Das hier müssen wir noch einnehmen. Stahlwerk müssen wir einnehmen. Eine Bohrinsel müssen wir noch einnehmen. Panzerdivision müssen wir noch einnehmen.
davor Luftabwehr ausschalten, damit wir in die Panzerdivision auch mit unserem Kampfhubschrauber reinfliegen können. Trifft Maximas Matanzas, das ist dann erst schon das nächste Gebiet. Boah, also ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.